Die Südtiroler Freiheit beharrt auf dem Recht auf den Gebrauch der Muttersprache ohne Wenn und Aber und ohne Ausnahmen. Alles andere führe de facto zu einem Verzicht auf ein hart erkämpftes Recht, erklärten die Mitglieder der Südtiroler Freiheit auf einer Medienkonferenz in Bozen. Der Landtagsabgeordnete Sven Knoll mahnte das Regierungskommissariat, die vorgesehenen Geldbußen zu verhängen, wenn das Recht auf Muttersprache verweigert wird.